Video von mir. Heute habe ich ein etwas anderes Video und zwar möchte ich euch besser spät als nie den Inhalt des Adventskalenders von Maybelline zeigen. Ich habe mir letztes Jahr den Kalender von Maybelline gekauft und ja, ich möchte euch einfach meine Meinung dazu sagen und euch jetzt den Inhalt zeigen. Und so könnt ihr euch auch eure eigene Meinung bilden, ob ihr diesen Kalender dieses Jahr auch kaufen wollt, ob es sich gelohnt hat und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Also zuerst mal hat der Kalender 24,95 Euro gekostet und ich habe ihn aus dem DM. Er war auch wirklich sehr, sehr schnell ausverkauft, da müsst ihr auf jeden Fall sehr schnell sein. Und ja, es hat 24 Türchen und leider waren hinten drauf schon die Inhalte zu sehen. Aber da ich den an der Wand hängen hatte, konnte ich natürlich nicht gucken und ich habe mich jeden Tag überraschen lassen. Und ja, ich zeige euch jetzt die Produkte ganz durcheinander. Also ich habe jetzt nicht Türchen 1 bis 24, sondern ich habe alles für euch gesammelt und zeige euch das jetzt einfach gemischt. Das erste Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist von Maybelline ein Augen-Make-up-Entferner. Und zwar ist das dieses hier mit 25 ml. Und der war sogar zweimal enthalten, was ich ein bisschen schade finde, weil, ja, das sind beides die gleichen. Also ich konnte jetzt da keinen Unterschied drauf erkennen. Es wäre viel besser gewesen, wenn der irgendwie für wasserfestes Make-up wäre und für normales. Aber es ist beides das gleiche und so habe ich jetzt erstmal 50 ml. Und von Maybelline hatte ich bisher noch keinen Augen-Make-up-Entferner. Und ja, daher freue ich mich, den hier erstmal auszuprobieren. Dann hatten wir leider wieder ein doppeltes Produkt und zwar von Maybelline Dr. Drescue, ein Nagellackentferner und ja, da waren auch zweimal die gleichen enthalten. Auch hier wäre es cool gewesen, vielleicht mit Aceton und ohne Aceton, aber auch hier sind jeweils 25 ml enthalten und ja, freue ich mich auch sehr, es auszuprobieren, weil von Dr. Drescue hatte ich bisher auch noch kein Produkt und man kann ja nie genug haben. Ja, dann habe ich noch ein Produkt von Dr. Drescue und zwar ist das ein All-in-One-Überlack. Und zwar ist es ein Unter- und Überlack und ein Nagelhärter zugleich. Und das ist die Farbbezeichnung 01 All-in-One. Und ja, hier freue ich mich auch sehr, ein Produkt von Dr. Drescue für die Nägel zu benutzen, weil ich habe bisher nur von P2 so Nagelsachen und mit denen komme ich eigentlich schon sehr, sehr gut klar. Aber hier freue ich mich auch mal, ein neues Produkt auszutesten. Machen wir weiter mit Nagellacken. Und zwar habe ich zwei Stück davon drin gehabt. Und zwar von Maybelline der Color Show 60 Sekunden Serie. Und da habe ich hier einmal die 549 Midnight Taupe. Und das ist so ein richtig schönes ja, Taupe-Braun. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch so ein richtig schönes, klassisches Rot. Und das ist die Farbe 353 Red. Und die hatte ich auch noch nicht in meiner Sammlung, was wirklich super ist. Und ja, freue ich mich sehr, wieder neue Schätze in meiner Sammlung zu haben. Machen wir weiter mit Lippenprodukten. Und da hatte ich hier einmal von Maybelline Color Show ein Lipgloss. Das ist so eine kleine Größe und das ist die Farbe 565. Ist jetzt keine bestimmte Farbbezeichnung dabei, aber das ist so ein richtig schönes Rosa. Und ja, freue ich mich auch auf jeden Fall, diesen hier mal auszutesten. So Nude-Farben sind jetzt nicht so mein Fall, aber dennoch könnte man den ja für ein glänzendes Finish über einen Lippenstift geben. Werde ich mal ausprobieren. Und dann hatte ich noch einen Lippenstift und zwar ist das die 740 Coffee Craze. Und zwar ist das so ein schönes Braun. Und ja, auch hier werde ich mal die Farbe ausprobieren, weil ich denke, dass das nicht so gut zu mir passt. Bleiben wir bei Lippenprodukten und da hatte ich zwei Baby Lips von Maybelline. Und zwar ist das hier einmal der blaue und der orangene mit dem roten Balsam. Das ist hier Cherry Me und dann haben wir hier noch Hydrate. Und ja, beide sind natürlich super toll und bei beiden steht neu drauf. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr die schon mal hattet und wie die so sind. Machen wir weiter mit den Augen und da habe ich hier einen Kajalstift in der Farbe 45 Russian Green. Und dann haben wir noch einen Kajal von Maybelline und zwar ist das so ein dickerer hier.
Den kennt ihr vielleicht auch schon von Astor hatte den, glaube ich mal. Und ja, beide werde ich auch austesten und finde ich auch sehr gelungen. Weiter geht's mit Augenprodukten und da hatte ich zwei Mascaras. Und einmal ist das hier ein Glitzer-Topcoat. Das ist wirklich nur so ein kleiner Topcoat mit Glitzer, das könnt ihr eigentlich sehr gut erkennen. Werde ich jetzt vielleicht nicht für den Alltag benutzen, aber zum Beispiel für Karneval oder weiß ich nicht was, wo man das vielleicht verwenden könnte. Und da, worüber ich mich auch total gefreut habe, das war auch im 24. Türchen, ist von Maybelline die Colossal Volume Express Mascara. Und ja, die kennen wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von euch. Und da habe ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut. Das war im 24. Türchen und damit das Highlight des ganzen Kalenders. Dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt von Maybelline. Und zwar ist das der Superstay Better Skin Concealer in der Farbe 30 Sand. Und das ist wirklich nur ein kleiner Tester. Den gibt es so nicht zu kaufen. Und der hat 10 Milliliter. Und ja, finde ich super, einfach mal ein Produkt zu haben zum Testen, ohne sich irgendwas zu kaufen und was dann einem doch nicht zusagt. Und das ist einfach eine gute Gelegenheit dazu, neue Produkte zu testen. Ja, dann war in dem Maybelline-Kalender exklusiv auch Produkte von Ebelin. Da habe ich zuerst von Ebelin das Präzisionsei in Rosa. Und ja, das freut mich auch natürlich sehr, weil ich bald mal wieder ein neues Ei brauche. Und da hat sich das auf jeden Fall sehr, sehr angeboten. Und dann haben wir hier noch drei Produkte von Ebelin. Die kann ich jetzt nicht so gut gebrauchen, außer eins. Und zwar ist das hier das Gesichtspeeling und Massagepad. Das könnte ich auch mal bald austauschen und deswegen finde ich auch super, dass es im Kalender enthalten war. Und dann haben wir hier zwei Produkte, mit denen ich weniger was anfangen kann. Und zwar sind das hier so Applikator, das sind so 10 Stück. Ich weiß nicht, was man damit machen soll. Ich habe auf jeden Fall meine Pinsel. Und ebenso haben wir hier so ein Lidschatten-Pinsel-Set mit 4 Aufsätzen. Und auch hier habe ich meine eigenen Pinsel. Vielleicht kann man die für was anderes fremd entzwecken. Werde ich auf jeden Fall mal gucken oder die in eine Verlosung packen. Werde ich mir nochmal was zu überlegen. Ja, und dann waren noch 4 Proben enthalten. Also was ich auch wirklich super finde, dass hauptsächlich Originalgrößen dabei waren. Und da haben wir hier einmal von Maybelline Dream Satin Liquid. Das ist einfach so eine kleine Foundation-Probe. Und ja, werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das hat die Farbe 30 Sand. Dann haben wir hier noch einen Make-up-Tester und zwar Maybelline Dream Wonder Nude. Das kennen wahrscheinlich auch schon viele von euch. Das mögen sehr viele, aber auch einige nicht, weil das halt schwer im Auftrag ist, habe ich gehört. Und ja, das ist auch die 30 in Sand. Dann haben wir noch eine Probe und zwar die Dream Matte Mousse Foundation. Und ja, von der habe ich jetzt noch weniger was gehört, aber auch hier haben wir die 30 Sand. Ja, und als letztes haben wir hier von Babyskin einen Primer. Auch hier haben wir so eine kleine Größe. Was mich sehr freut, ist einfach mal auszutesten, weil sich einfach ein Produkt zu kaufen, was man vorher noch nicht getestet hat, finde ich das hier eine super Alternative. Ja, meine Lieben, das war der Inhalt von dem Adventskalender von Maybelline 2015. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall mal euer Feedback in den Kommentaren da. Ich schreibe euch auch mal die Preise zu den Produkten in die Infobox. Da könnt ihr auch mal zusammenrechnen, ob es sich für euch lohnen würde, diesen Kalender dieses Jahr wieder zu kaufen. Falls es ihn wieder zu kaufen gibt, würde ich ihn auf jeden Fall wieder kaufen, weil für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, 25 Euro dafür auszugeben und dann so schöne Produkte zu bekommen. Das hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt und ja, falls euch der Inhalt auch gefallen hat, schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare. Und ich freue mich, falls ihr mir ein Abo hinterlasst, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt. Und ja, dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!